warum der Kasten so grauselige Töne macht und wie man damit Kondensatoren prüft, das erkläre ich euch in dem Video. Dieser weiße Kasten nennt sich ContiTest 503. Am anderen Ende der roten und schwarzen Leitung sind, wer hätte es gedacht, zwei Messspitzen. Und wenn man die kurz schließt, dann pfeift es. Das heißt, wir haben es hier mit einem Widerstandsmessgerät zu tun. Und zwar mit akustischer Rückmeldung. So, und wenn man hier ein Potentiometer anschließt, ich habe hier mal eins vorbereitet, es hat 25 Kiloohm, dann kann man das besser demonstrieren. Niedriger Widerstand, hoher Widerstand. Ja, mehr ist das. Aber jetzt, wie versprochen, zu den Kondensatoren. Ich habe hier einen Kondensator 470 Mikrofarad und den prüfen wir jetzt mal. Zuerst schließen wir die Beine kurz, damit er entladen ist. Dann beim Elko immer auf die Polarität achten, schwarz an Minuspol und dann mit dem Plus an den Pluspol. Achtung! Bis der Ton verstummt, jetzt ist der Kondensator geladen. Und das bedeutet, der Kondensator ist in Ordnung. Ich habe noch einen zweiten Kondensator mit so der 220 Mikrofarad. Den schließen wir auch mal kurz. So, bei dem ist der Minuspol da, Pluspol da und los geht's. Also ihr seht, geht deutlich schneller, weil die Kapazität niedriger ist. Jetzt gibt es noch einen kleinen Tantal-Elko, der hat 33 Mikrofarad. Bei den Tantal-Elkos ist immer der Pluspol markiert, also kommt der Minus-Clip auf den Minuspol. Und jetzt geht's los. Achtung! Das war's schon. Nochmal. Kurzschluss. Achtung! Jetzt gibt es noch einen kleinen 100 Nanofarad Kondensator. Keramisch, da ist die Polarität egal. Zuerst mal entladen. Dann Minus und Achtung! Das war's. Nur ein kleiner Tick. Andersrum. Jetzt habe ich noch einen kleinen 1500 Mikrofarad Kondensator. Der ist da oben schon aufgeplatzt. Der ist aus einer alten Grafikkarte. Und wie sich der jetzt verhält, das hören wir uns jetzt mal an. Zuerst mal kurz schließen. Dann Minus auf Minus. Und jetzt geht's los. Achtung! Das geht jetzt ewig so dahin. Der wird nie voll. Ich erlöse euch von dem qualvollen Ton. Und da gibt es noch einen 470 Mikrofarad. Der ist auch kaputt. Das sieht man da oben an der Kuppe, dass er sich schon aufbläst. Und wie sich der jetzt anhört, kurz schließen, Minus. Und Achtung! Ja, und so bleibt's wieder.
Also genauso kaputt wie der andere. Und zu guter Letzt hier nochmal ein 450 Mikrofarad, der ist auch aufgeplatzt. Der hat aber einen anderen Fehler, nämlich zuerst mal kurz schließen, dann nichts zu hören. Andersrum, bei dem ist eh egal, ganz einen feinen Ton gibt es. Also kaputt.